Drei Tage lang dürfen die Menschen in Russland am Wochenende wählen gehen. Ja, was heißt schon dürfen und was wird das für eine Schmierenkomödie, wenn es neben Putin nur drei gesichtslose Putin-Anhänger gibt? Wir müssen trotzdem drüber sprechen, nicht zuletzt auch, weil unser Russland-Korrespondent Friedrich Schmidt mal wieder eine Akkreditierung bekommen hat, nach Moskau gereist ist. Mit ihm sprechen wir im zweiten Teil der Sendung. Aus militärischer Sicht sind wir natürlich bereit. Erstens sind die Raketen permanent in Kampfbereitschaft. Zweitens, und das wissen alle, sind unsere Nuklearwaffen moderner als die aller anderen Staaten. Die ständigen Drohungen von Putin mit Nuklearwaffen. Diese hier ganz frisch von vor ein paar Tagen. Ich freue mich heute sehr auf den Historiker Jörg Barbarowski, mit dem wir gleich die Sendung starten und der uns, so viel kann ich schon verraten, mit nicht ganz einfachen Wahrheiten und Realitäten konfrontiert, was die Lösung des Ukraine-Kriegs angeht. Herzlich willkommen also beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Mittwoch, den 13. März. Mitgearbeitet hat André Stump. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir starten heute mit einem absoluten Kenner Russlands, einem Historiker, dessen wissenschaftliches Hauptthema die stalinistische Gewaltherrschaft in der Sowjetunion ist und der durchaus auch öfter mal aneckt und angeeckt hat mit seinen Vergleichen von Stalin und Hitler, weil er der Meinung ist, dass Stalin kein Stück weniger bösartig war als Hitler und das gerade unter Linken in Deutschland nie gut ankommt. Auf jeden Fall ist er ein Mann der offenen Worte, einer, der sich mit Russland auskennt wie kein Zweifel. Weiter Professor für osteuropäische Geschichte an der Humboldt-Uni in Berlin, Buchautor, und ich freue mich jetzt sehr. Hallo Jörg Barbarowski. Hallo, ich grüße Sie. Fühlen Sie sich mit der Einleitung gut beschrieben? Ja, ich bin eigentlich gar kein Experte für die Sowjetunion, sondern auch für das. Eigentlich kenne ich mich im Zarenreich besser aus, aber das ist ja egal. Das war vor der Sowjetunion dann, genau. Warum beschäftigen Sie sich mit dieser Region generell? Welche Faszination geht da für Sie von aus? Ich habe ursprünglich mich mit Russland und der Sowjetunion beschäftigt, weil ich als Schüler einmal in einer linksradikalen Bewegung engagiert war. Und eigentlich wollte ich wissen, was es denn eigentlich mit der Revolution und dem Stalinismus auf sich hatte. So bin ich da reingekommen. Ja. Und dann bin ich 1991 im Jahr des Zerfalls der Sowjetunion für ein Jahr dort gewesen als Doktorand. Und dann habe ich mich in das Land verliebt. So kam das. Also ja, und das hatte zunächst überhaupt nichts zu tun mit Russland selbst, sondern mit einem ganz anderen Interesse. Aber das ursprüngliche Interesse ist dann eigentlich verflogen. Jetzt sind Sie Professor. Schreiben sich seit Kriegsbeginn eigentlich eher mehr oder eher weniger Studenten für Ihren Studiengang ein? Wir haben ja keinen Studiengang osteuropäische Geschichte an der Humboldt-Universität, sondern allgemein Geschichte. Das heißt, alle Studenten, die Geschichte studieren, können auch zu mir kommen. Mein Eindruck ist, dass das Interesse an Russland nachlässt. Ach, tatsächlich? Ja. Wie erklären Sie sich das? Von Russland geht nichts mehr aus, was optimistisch stimmt. Immer dann, wenn in Russland etwas passierte, wie der Untergang der Sowjetunion, die Perestroika, hatten ja viele das Gefühl, da bewegt sich etwas hin zum Besseren. Mhm. Und das hat Studenten motiviert, sich damit zu beschäftigen. Das ist eigentlich vorbei. Seit Putin an der Macht ist, steht Russland nicht mehr für positive Energie. Und Russland ist auch nicht mehr der Ort, auf dem man seine Wünsche projizieren kann. Das ist vorbei. Hat keine Romantik mehr auch, ne? Nein, nein. Wie geht es Ihnen damit, Herr Barbarowski, wenn Sie jetzt an die Wahlen am kommenden Wochenende in Russland denken? Ich meine, deswegen sprechen wir auch heute. Ist es nicht eigentlich ein komplett überflüssiges Schauspiel, mehr so eine Art Schmierenkomödie? Alle autoritären Ordnungen organisieren ja Wahlen. Das ist ja nichts Spezifisches für Russland, sondern es ist ja die Beobachtung, dass alle Diktaturen und alle autoritären Ordnungen Wahlen organisieren. Und könnte man sagen, das ist ein Schmierentheater, das ist ja völlig sinnlos. Ja. Das mag es auf den ersten Blick sein. Auf der anderen Seite sind aber die Wahlen ein Test dafür, wie weit man die Bevölkerung noch bringen kann. Also kann man Menschen dazu zwingen, an die Wahlurnen zu gehen, wo nichts zu entscheiden ist? Kriegt man die Beamten in den Behörden, kriegt man sie dazu, zu wählen, was sie wählen sollen? Das ist ein Stimmungstest. Das Regime kann erkennen, wie viel Prozent der Bevölkerung zur Wahl gehen, wo das geschieht
was in den Behörden passiert. Und die Sicherheitsorgane können daraus ihre Schlüsse ziehen. Ne? Und das ist in allen Diktaturen und autoritären Ordnungen so. Und es ist im Grunde die einzige Ursache dafür, warum es Wahlen in diesen Ordnungen gibt. Ich meine, dass Putin seine politischen Gegner reihenweise ausschaltet. Alexei Nawalny ist ja jetzt nur das prominenteste und aktuellste Beispiel. War das eigentlich jemals anders in Russland, in der Sowjetunion, im Zarenreich? War dieses Land jemals demokratisch? Nun, es gab im Zarenreich, im späten Zarenreich, gab es eine liberale, gebildete Öffentlichkeit. Es gab seit 1906 in Russland eine Verfassung. Und es gab ein Parlament mit verschiedenen Parteien, dem auch die sozialistischen Parteien vertreten waren. Russland hatte seit 1864 eine Gewaltenteilung, also eine unabhängige Justiz. Das ist auch Teil russischer Geschichte. Ja, man kann das nicht immer nur als eine Abfolge despotischer Ordnungen beschreiben. Ja. Die Sowjetunion hatte das nicht. Das ist richtig. Aber wenn wir die Sowjetunion, die späte, mit dem jetzigen Zustand vergleichen, müsste man sogar sagen, dass verglichen mit der späten Sowjetunion das jetzt ein Rückschritt in finstere Zeiten ist, weil die sowjetische Ordnung immerhin berechenbar war. Das war eine Diktatur, es war eine autoritäre Ordnung, aber sie beruhte auf berechenbaren Verfahren. Wenn ein Generalsekretär starb, dann wusste man in der Regel, dass das Politbüro sich auf einen neuen Kandidaten verständigt, das Zentralkomitee den Nachfolger wählt. Das ist alles vorbei. Wir wissen überhaupt nichts darüber. Und das birgt eine große Unsicherheit. Und der zweite Punkt ist, zum ersten Mal regierte Geheimdienst. Der Geheimdienst war in Russland immer in einer dienenden Funktion. Und zum ersten Mal sind diese Leute aus dem Apparat an den Schalthebeln der Macht. Auch das ist etwas Besonderes. Insofern steht es irgendwie in einer Tradition autoritärer Ordnung. Das ist zwar richtig, aber ich würde sagen, das, was jetzt geschieht, ist etwas Besonderes, was sich von der Vergangenheit russischer Politik unterscheidet. Ah ja. Ich fand es ganz interessant, was Sie gerade gesagt haben, dass es jetzt im Grunde für Putin so eine Art Stimmungstest ist, die Wahl. Er wird ja mit wahrscheinlich über 99%, so die Prognosen, das beste Wahlergebnis aller Zeiten einfahren. Nehmen wir mal an, diese Wahlen wären wirklich frei und geheim und offen. Was glauben Sie, wie würde es dann ausgehen? Wenn die Wahlen frei und offen wären, würde Putin wahrscheinlich so um die 60% auch so viel bekommen. Die Mehrheit würde er sicher bekommen. Was aber stets übersehen wird im Westen, die restlichen Stimmen würden nicht unbedingt an die liberale Opposition gehen, sondern wir vergessen immer, dass es da noch die Neofaschisten gibt, die Schirinowski-Leute und die Kommunisten. Ja. Die sind zwar nicht mehr besonders stark, aber sie sind immerhin noch stärker als die liberalen Bewegungen, die es in Russland gibt. Die sind zwar laut, und sie sind auch sichtbar, weil das junge Menschen sind in Petersburg und Moskau, die sich hörbar, sichtbar machen können, die im Internet unterwegs sind, die Fremdsprachen können. Aber das ist nicht Russland, sondern das ist ein Teil von Russland, der nicht unwichtig ist. Deshalb hat man ja auch auf Mobilisierung verzichtet, um diese Leute nicht zu vergraulen in den großen Städten. Aber das ist nicht die Mehrheit. Und das muss man, glaube ich, ins Kalkül ziehen, weil man hier glaubt, dass wären ganz freie Wahlen, dann würden solche Leute die Mehrheit gewinnen. Das halte ich für nicht stichhaltig. Und alle, die ihn nicht wählen, das bedeutet nicht, dass die ihn nicht wählen, mit seiner Kriegspolitik unzufrieden wären. Das muss man vielleicht leider dazu sagen. Ja. Also stehen wirklich Ihrer Meinung nach mehr Russen hinter Putin als Deutsche hinter Scholz? Ja, das würde ich so sagen. Ja. Das heißt ja auch im Klartext, unsere ganzen westlichen Sanktionen seit Kriegsbeginn haben bisher, zumindest wirtschaftlich, eigentlich genau gar nichts gebracht. Ja, die Sanktionen haben nicht viel gebracht, das stimmt. Sanktionen haben aber eben auch einen psychologischen Effekt. Und das hat man im Falle von Irans und anderer Länder, konnte man das ganz gut beobachten. Sanktionen geben den Regimen die Möglichkeit, sich als bedroht, umzingelt und eingeschüchtert darzustellen. Natürlich ist das kein Grund, um Sanktionen aufzuheben, damit wir uns nicht falsch verstehen. Aber Sanktionen haben eben immer diese Ambivalenz. Auf der einen Seite sollen sie dem Gegner schaden, auf der anderen Seite nutzen sie ihm aber auch psychologisch, weil er das im Inneren einsetzen kann. Also ein Argument dafür, warum das jetzt weitergehen muss, dass man sich der Feinde erwehren muss, die einen einkreisen und bedrohen.
Ich hatte gerade schon kurz unseren Bundeskanzler angesprochen, der durch sein Zögern ja jetzt nicht zuletzt in der Taurus-Debatte den Eindruck macht, immer noch es sich nicht endgültig mit Putin verderben zu wollen. Glauben Sie, Scholz hat Angst vor Russland? Das weiß ich nicht. Man sollte auch als Historiker keine Prognosen abgeben. Ich weiß das nicht. Was ich vermute, ist, dass Scholz im Gegensatz zu anderen Politikern doch wohl die Zeit nach dem Krieg im Blick hat. Und die Überlegung, dass Europa allein dastehen wird, wenn im November Trump an die Macht zurückkommen sollte und die USA sich aus dem Kriegsgeschehen vollkommen zurückziehen, dann wird Europa mit den Folgen dieses Krieges zurechtkommen müssen. Und vor allen Dingen vermute ich, dass der Bundeskanzler an den Tag nach dem Krieg, nach dem Ende des Krieges, dass er darüber nachdenkt. Und Russland wird ja nun leider nicht verschwinden, sondern wird weiter da sein. Und wir müssen danach irgendeinen Modus Vivendi finden, wie man mit Russland umgeht. Selbst wenn Russland den Krieg verlieren sollte, bleibt es ein großer Koloss. Bleibt es eine Atommacht? Bleibt es ein Vielvölkerreich, das, wenn es zusammenbricht, eine Katastrophe in Europa verursachen könnte? All das muss man im Blick haben. Ich sage immer, viel wichtiger als diese Taurus-Diskussion ist die Frage, was ist denn der Plan B, wenn das jetzt alles nicht gelingt, was man sich vorgenommen hat? Und was will man machen, selbst wenn es mit einem Sieg endet oder mit einem Sturz von Putin? Was ist dann? Ja. Und da gibt es keinen Plan. Also ich höre jedenfalls nichts, was dann anschließend passieren soll. Meine Vermutung ist, dass Scholz das im Blick hat, dass er über den Tag X hinausdenkt und nicht nur an die nächste Schlacht, die man gewinnen kann. Und das halte ich eigentlich, wenn das so wäre, hielte ich es für vernünftig, so vorzugehen. Das würde er gerne hören, wenn er Ihnen jetzt gerade zugehört hat. Seltene, so doch lobende Worte. Was den Krieg in der Ukraine angeht, Herr Babarowski, der jetzt schon ins dritte Jahr geht, da gehörten Sie von Anfang an zu denjenigen, die gesagt haben, Russland wird diesen Krieg nicht verlieren. Das haben Sie auch bei uns in der Sendung schon zweimal gesagt, ganz zu Beginn des Krieges, dann nochmal vor etwa einem Jahr. Ich nehme an, Sie fühlen sich in Ihrer Annahme inzwischen bestätigt und haben nicht umgedacht. Nein, ich fühle mich in meiner Annahme bestätigt und das sehen wir ja jetzt auch. Russland wird diesen Krieg auch nicht gewinnen, aber Russland wird länger durchhalten, weil Russland keine Demokratie ist, weil Russland nicht auf eine öffentliche Meinung Rücksicht nehmen muss, die der Regierung zusetzt, weil in Europa Wahlen gewonnen werden müssen, in den USA auch, weil die Unterstützung für den Kriegskurs in den verschiedenen westlichen Staaten abnimmt. Das alles muss man ja mit ins Kalkül ziehen und weil die russischen Ressourcen doch größer sind, als man zu Beginn gedacht hat, also die Rüstungsproduktion doch auf eine Weise gut funktioniert und weil vor allem, das sieht man jetzt, die russische Armee lernt. Also sie hat aus dem ganzen Desaster der Vergangenheit gelernt und sie hat den großen Vorteil, dass sie auf Mobilisierung verzichtet und die Ukraine hat den Nachteil, dass sie Männer in großer Zahl mobilisiert, damit Unfrieden auch in der eigenen Bevölkerung am Ende stiften kann, wenn sie nicht gewinnt, während in Russland das über Geld gelöst wird. Also man gibt armen Familien in den Dörfern, vor allem in den Randregionen Russlands, gibt man Geld, relativ viel Geld und auch die Zusicherung, dass die Witwen und Familien versorgt werden für den Fall, dass die Soldaten fallen. Und das ist natürlich ein Verfahren, das einfach die Bevölkerung ruhig stellt. Und man gewiss ist, dass da keine neue Mobilisierungswelle auftaucht. Kurzum, was ich damit sagen will, ist, am Ende wird Russland es länger durchhalten. Das ist ein Zermürbungskrieg. Der Krieg wird nicht auf russisches Territorium getragen und Russland wird auch nicht niedergeworfen werden. Das wird nicht passieren. Ich vermute, dass dieser Krieg durch Erschöpfung enden wird und dann sitzt man am Verhandlungstisch und da wird Russland nicht die schlechtesten Karten haben an diesem Tisch. Das ist das, was ich schon vor ein paar Jahren gesagt habe und ich nehme das auch nicht zurück. Ja, das ist das, was Sie mit Plan B meinen. Dann lassen Sie uns doch mal zusammen, noch wir beide alleine erstmal an diesen Verhandlungstisch gehen. Sie haben auch mal gesagt, wir hätten keine andere Wahl, als eben mit dieser russischen Wirklichkeit zurechtzukommen. Das heißt ja auch, wir müssen weiter davon ausgehen, dass Russland nicht von der Landkarte verschwindet. Gebe ich Ihnen recht. Also was tun? Sollen wir den Ukrainern, die gerne in die EU wollen, die gerne in die NATO wollen, sollen wir denen sagen, sorry ihr Lieben, aber im Sinne des Weltfriedens und der weiteren Zukunft
Zukunft dürft ihr nicht, müsst leider mit Russland verbunden bleiben. Was wäre denn die Lösung? Ja, natürlich kann man das nicht. Das wäre ein fatales Signal, wenn man jetzt der Ukraine mitteilt, die EU, da dürft ihr nicht, wir lassen euch jetzt fallen. Das ist ja klar, dass das nicht geht. Aber man muss ja vielleicht, bevor man sich an den Verhandlungstisch setzt, muss man ja ein paar Dinge einfach feststellen. Und jetzt kann man doch sich überlegen, wann ist der günstigste Zeitpunkt für die Ukraine gekommen, noch etwas für sie herauszuholen. Mit jedem Monat, wie dieser Krieg weitergeht, verschlechtern sich die Ausgangsbedingungen für die Ukraine. Und mit der Wahl von Trump, wenn das passiert, dann ist es ganz vorbei. Dann brauchen wir gar nicht mehr über irgendetwas zu reden. Das heißt, man muss sich doch überlegen, was könnte denn im Interesse der Ukraine sein? Wann ist dieser Zeitpunkt gekommen, das Optimale noch herauszuholen? Vor einem Jahr hätte man noch sehr viel mehr herausholen können, als es jetzt der Fall ist. Und was ich damit nur sagen will, ist, man muss irgendwie einen Weg finden, der die Interessen beider Seiten berücksichtigt. Man kann jetzt natürlich sagen, die russische Aggression sei zu verurteilen, das tue ich ja auch, das tun alle vernünftigen Menschen, aber ich kann die Realität ja nicht einfach wegschieben und sagen, das sei gemein, was da passiert, und deshalb wolle man nicht verhandeln. Das wird nicht zu unseren Gunsten ausgehen. Ich glaube, am Ende muss man Vorschläge machen, die russische Interessen auch berücksichtigen. Ja, so unangenehm, wie das allen beteiligten Personen auch sein mag. Also man muss damit pragmatisch umgehen. Und pragmatisch umgehen heißt, der Ukraine einen Status zu verleihen, der ihre territoriale Integrität schützt, ohne sie zugleich in die NATO und in die EU aufzunehmen. Warum soll es nicht eine Übergangsphase geben? Warum soll es nicht Sicherheitsgarantien geben? Wichtig ist ja erstmal, dass die territoriale Integrität der Ukraine unangetastet bleibt, dass Russland Sicherheitsgarantien gibt und darauf verzichtet, weiter militärisch zu intervenieren. Das kann man aber nur kriegen, wenn man Russland was anbietet. Das mag einem ja alles missfallen und sagen, das wollen wir aber nicht. Aber man wird es am Ende tun müssen. Und das wird darauf hinauslaufen, dass Teile des Donbass und der Krim, dass man da ein Modus vivendi finden muss, also welchen Status diese Gebiete haben sollen. All diese Fragen müssen in Verhandlungen geklärt werden. Aber ich fürchte nur, je länger dieser Krieg dauert, desto weniger wird davon übrig bleiben. Und das kann überhaupt nicht in unserem Interesse sein. Die Europäer werden, wenn die Amerikaner sich aus diesem Konflikt herausziehen, diese Frage nicht bewältigen können. Da bin ich ganz sicher, dass sie das nicht können. Sie haben das im Jugoslawienkrieg schon nicht vermocht und sie werden das in diesem Fall hier auch nicht tun. Letzte Frage, lieber Herr Barbarowski. Vielen Dank jetzt schon mal für die sehr interessanten Antworten. Was ist Putin denn jetzt? Ein durchgeknallter Fanatiker, dem auch nach diesem Ukraine-Krieg weiterhin alles zuzutrauen ist, auch seine ständigen Nukleardrohungen ernst zu nehmen sind? Oder ist er ein kühler, berechnender Kopf, mit dem man auch irgendwann wieder reden kann und sollte? Ich glaube nicht, dass der ein durchgeknallter Fanatiker ist. Was man ganz gut sehen kann, ist, dass sich die Begründungsressourcen verändert haben. Zu Anfang, als der Krieg begann, hieß es noch, es müsste irgendwie ein Naziregime in Kiew, es müsse bestraft werden. Und dann waren die Russen und die Ukrainer ein Volk und die mussten miteinander verschmolzen werden. Davon war dann irgendwann gar keine Rede mehr. Und irgendwann während dieses Konflikts haben sich die Begründungsressourcen verschoben, wo man sieht, wie pragmatisch der Mann ist. Irgendwann hieß es, wir führen Krieg gegen die NATO. Und die Ukraine, die ist einfach nur eine Marionette der USA und die werden verheizt für amerikanische und westliche Interessen. Das war zu Anfang des Konflikts noch gar nicht im Spiel. Das spielt aber jetzt interessanterweise eine große Rolle, sodass man ganz gut sehen kann, da wird kühl kalkuliert, wie man Gefolgschaft bindet und so weiter. Das macht er ziemlich klug. Und das ist eigentlich einer, der sich verzockt hat. Das war wahrscheinlich der größte Fehler seines Lebens, den er je gemacht hat, dass er diesen Einmarsch riskiert hat und nicht auf kluge Militärs gehört hat, die ihm gesagt haben, dass das kein Spaziergang wird. Ja. Aber weil er das inzwischen verstanden hat und weiß, was für ihn möglich ist und was nicht, liegt darin ja auch eine große Möglichkeit. Wenn wir sehen, dass die Russen nicht mal imstande sind, die Renten auf der Krim in der gewünschten Höhe auszubezahlen, ja bitteschön, wie soll das denn funktionieren, wenn große Gebiete der Ukraine okkupiert werden, deren Bevölkerung überhaupt gar keine Lust hat, im russischen
Staatsterritorium zu sein. Ja. All das kann man ja im Westen, vom Westen aus nutzen zu eigenen Zwecken, weil man die Zwänge, die Nöte und die Probleme der russischen Wirtschaft kennt nach diesem Krieg. Das alles kann man ja nutzen. Ich schätze den Putin als eine Figur ein, der pragmatisch ist. Natürlich können wir uns hier nicht vorstellen, dass Fragen von Ehre und Würde und Männlichkeit, die bei uns keine große Rolle mehr spielen, dass die da noch im Spiel sind. Aber damit kann man ja operieren. Daran kann man ja appellieren, an diese Art von Gefühlen, ja, des Zurückgesetztseins, der Erniedrigung, der Demütigung. Davon ist ja immer die Rede. Und dass Ehre verteidigt werden muss und das Imperium und all diese Dinge. Mit Symbolpolitik kann man auf sowas eingehen. Kurzum, ich halte ihn nicht für einen durchgeknallten Fanatiker. Ich hoffe, dass ich damit recht behalte. Ich habe mich natürlich auch schon oft geirrt. Aber in diesem Jahr zum Beispiel habe ich nicht für möglich gehalten, dass Putin die Ukraine angreifen würde. Das hatte ich für ausgeschlossen gehalten, habe ich mich geirrt. Ja. Und ich hoffe, dass ich mich diesmal nicht irre. Das hoffe ich auch. Vielen Dank, lieber Jörg Ja, Borowski. Danke Ihnen. Spannendes Gespräch mit dem Historiker Jörg Borowski. Bleibt einiges hängen, aber eben nicht nur Antworten, sondern auch viele offene Fragen. Ich bin mir sicher, wieder ein Stück weiterhelfen wird uns unser eigener FAZ-Russland-Korrespondent Friedrich Schmidt, der natürlich auch die Wahl am Wochenende vor Ort sogar für uns covern wird, für die Zeitung und logischerweise auch online. So, hoffe, wir haben eine halbwegs gute Verbindung nach Moskau, werden nicht abgehört oder auch doch und sage, hallo lieber Friedrich. Hallo. Immerhin scheinst du dich ja einigermaßen offen durch Moskau als westlicher Journalist bewegen zu können. Naja, ich bin offiziell akkreditiert und ich wüsste auch nicht, wie ich mich jetzt anders durch Moskau und andere Städte bewegen sollte. Hm. Und du hast, wenn wir jetzt dann auch einfach inhaltlich mal anfangen, in den letzten Tagen viel Zeit auf dem Friedhof von Borissowo verbracht, korrigiere mich gerne in der Aussprache, am Grab von Alexei Nawalny. Trauen sich die Menschen da zum Trauern hin? Ja, ich war zweimal da, jeweils länger und die trauen sich, obwohl dort an dem Friedhof und auf dem Weg dorthin natürlich viele Kameras sind, wie überall in Moskau. Das ist wirklich ein nicht abreißender Strom von Leuten. Als ich da war, waren immer mindestens so ein Dutzend Leute da, mal auch mehr. Die tun natürlich nichts Illegales, also Trauer auch um Oppositionelle ist in Russland ja noch nicht verboten. Aber man kann ja nie wissen, hat mir jemand gesagt. Und das war jemand, der hat sein Gesicht zum Beispiel mit so einer medizinischen Maske geschützt gegen die Gesichtserkennung, ne? Mhm. Durch die Kameras und hat das Telefon in Flugmodus gestellt, ehe er dahin ist und so. Solche Leute sieht man natürlich auch. Und was erzählen die da so ganz grundsätzlich? Ich verlinke auf jeden Fall auch einen sehr schönen langen Text, den du dazu geschrieben hast. Vielleicht kannst du uns noch ein paar Eindrücke auch wiedergeben. Ja, es ist diese doppelte Botschaft von Trauer und von Hoffnung. Einerseits sind die Leute natürlich traurig, es ist ja jemand gestorben, Nawalny, jemand, der für viele von diesen Leuten wie eine Stütze war, fast wie ein Freund, wie man ja so Leute zu kennen glaubt, die man über Jahre verfolgt hat, deren Schaffen man verfolgt hat. Über Nawalnys YouTube-Sendungen zum Beispiel haben sie immer mit ihm zu tun gehabt. Und Hoffnung ziehen die dann daraus, dass sie sehen, dass sie nicht allein sind, dass es viele andere gibt, die auch um ihn trauern. Man sieht tatsächlich da auch immer noch Leute weinen und so. Die fühlen sich dann also nicht etwas weniger allein. Die sehen, wie viele Menschen er außer ihnen noch inspiriert hat. Und das sind übrigens auch ganz unterschiedliche Leute aus allen Schichten. Das ist wirklich sehr interessant zu sehen. Das heißt aber auch jetzt im Klartext, es gibt nicht wenige Russen, die trotz aller Repressionen, wenn sie demonstrieren oder jetzt auch um den Staatsfeind Nawalny trauern, auch wenn das Trauern nicht verboten ist, wie du sagst, aber natürlich beobachtet wird, die einfach keine Angst haben. Naja, keine Angst oder die Angst überwunden haben. Mir haben mehrere Leute gesagt, wir sind es leid, Angst zu haben. Also sie hatten Angst, aber haben sie jetzt überwunden. Allerdings muss man ja sagen, für eine Sache, die an sich nicht illegal ist, das ist natürlich ein Unterschied, ob man zu einer verbotenen Demonstration geht oder ob man zu einer nicht verbotenen Trauerveranstaltung geht oder an ein Grab geht. Ne? Aber es gab auch viele Leute, die sich expliziten Warnungen und Gefahren auch widersetzt haben oder getrotzt haben. Das hat man gesehen, als die Nachricht von Nawalnys Tod im Straflager die Runde gemacht hat am 16. Februar. An dem Tag und in den Tagen danach gab es ja so spontane Gedenkaktionen in vielen Städten und auch viele Festnahmen, Arreststrafen. Ja.
Dann war die Aussegnung und die Beerdigung am 1. März. Da hatten die Machthaber vorher ganz offen mit Strafverfolgung gedroht und trotzdem sind Tausende, vermutlich sogar Zehntausende gekommen. Da sind auch danach einige Leute festgenommen worden. In mindestens einem Fall ist auch eine Arreststrafe verhängt worden. Ja, weil man die eben findet über diese Kameraaufzeichnung mit Gesichtserkennungssoftware. Aber es waren Leute da. Glaubst du auch, nicht wenige. Ja, dass diese Leute sich dann auch trauen, am Wochenende Putin nicht zu wählen? Oder was für eine Wahl haben die? Gehen die dann gar nicht hin? Oder was ist die Alternative? Es gibt ja einen Aufruf von Oppositionellen, unter anderem von der Witwe Julia Nawalnaja. Das ist ein Aufruf, den Nawalny noch zu Lebzeiten unterstützt hat. Und zwar eine Aktion zu machen, die sich Poldin protiv Putina nennt. Das heißt so viel wie Mittag gegen Putin. Man hat ja, wenn man ins Wahllokal gehen will, Zeit von Freitag bis Sonntag, also 15. bis 17. März. Und dann soll man just am Sonntagmittag ins Wahllokal gehen. Und da geht es einfach darum, dass sich möglichst viele Leute, die irgendwie gegen Putin sind, relativ gefahrlos zur selben Zeit am selben Ort versammeln können. Das geht ja sonst nicht, weil ja die Versammlungsfreiheit für Putin-Gegner faktisch aufgehoben ist. Was man dann da macht im Wahllokal, ist eben die Frage, man kann dann, so ist es jedenfalls die Idee dieser Putin-Gegner, man kann da einfach wieder weggehen, man kann so einem Kreml-konformen Gegenkandidaten Putins die Stimme geben oder ja, da gibt es ja drei Leute, die gegen ihn so noch antreten. Ne? Man kann den Wahlzettel ungültig machen in dieser Vorstellung oder auch Nawalny draufschreiben oder so. Das dürften sich natürlich wirklich Leute trauen. Die Frage ist, wie sichtbar das wird. Es gibt auch sehr viele Wahllokale. Und diese Einheit von Ort und Zeit, die jetzt am 1. März bei der Aussegnung und Beerdigung zum Menschenauflauf geführt hat, die ist deswegen halt nicht gegeben. Das ist eine disparatere Sache. Also man muss mal sehen, was daraus wird. Du hast es ja auch selber gerade schon gesagt, Scheinwahlen, du hast es in deinem Text geschrieben, Scheinwahlen. Friedrich, wie genau wird das denn ablaufen am Wochenende? Du hast gerade schon gesagt, es geht von Freitag bis Sonntag. Wie sieht so ein Wahlzettel aus? Wie hoch wird die Wahlbeteiligung? Scheinwahlen würde ich, für diesen Begriff würde ich werben, weil man dieses System natürlich in der Gesamtschau sehen muss. Ne? Also man hat eine faktische Militärzensur mittlerweile, einen Ausschluss von wirklicher Opposition, viele politische Gefangene, fast völlige Kontrolle über die Medien, mit Narrativen, die zentral verbreitet werden. Ja, der Wahlzettel, der sieht so aus, wenn man ihn dann mal dann in die Hand bekommt auf Papier. Da sind einfach nur die Namen von vier Kandidaten und von denen ist Putin einer. Ja. Es gibt also nicht die Option gegen alle. Das gibt es manchmal auch in post-sowjetischen Staaten, aber das ist in dem Fall nicht der Fall. Einfach nur vier Namen stehen da drauf. Was glaubst du zur Wahlbeteiligung? Ja, die muss natürlich hoch sein. Es ist ja so, dass das System darauf angelegt ist, zu zeigen, dass alle Hurra rufen und sich geschlossen hinter ihrem Präsidenten versammeln. Natürlich müssen die anderen drei dann auch was bekommen, klar. Aber die Wahlbeteiligung ist auch wichtig. Ja, also sie wird sicherlich über 70, vielleicht 80. Egal. Also es ist auch wirklich, also ich denke mal, die mathematisch logische 100%-Marke wird unterschritten werden. So viel, lieber Andreas, werde ich sagen. Okay. Putin ist ja jetzt mit Unterbrechung seit 20 Jahren Präsident. Er hat dann selber die Gesetze geändert, um das noch länger sein zu können. Ab Sonntag dann nochmal 6 Jahre. Glaubst du, nach der Wahl, und das als letzte Frage, wird sich irgendwas ändern? Wartet der Kreml für irgendwelche Entscheidungen, die uns überraschen könnten, noch bis nach der Wahl ab? Also was typischerweise nach solchen Wahlen passiert, ein bisschen verzögert dann, ist das irgendwelche Regionalspitzen, die nicht so liefern, mit denen der Kreml auch vielleicht schon länger unzufrieden ist, dann ausgewechselt werden. Das muss, also ist jetzt für Deutschland weniger interessant natürlich, ne? Klar. Aber sowas ist so eine Sache, die dann typischerweise passiert. Manche spekulieren darüber, ob nicht dann doch noch was passiert mit einer Mobilmachung. Es gab ja diese Mobilmachung im Herbst 2022, um die in der Ukraine aufgerissenen Lücken in der Armee mit mobilisierten Soldaten dann zu füllen. Die sind dann da jetzt eigentlich schon sehr lange. Da gibt's so behutsamen Unmut. Was heißt behutsam? Naja, der wird halt auch platt gemacht, dieser Unmut von Frauen und Müttern von Soldaten, die in der Mobilmachung
gezogen wurden. Und ob man da jetzt nochmal so eine Welle sieht, das bleibt abzuwarten. Wer weiß, ich bin mir da nicht sicher. Okay. Lieber Friedrich, danke schön. Ich möchte zum Schluss auf jeden Fall nochmal sagen, mit den besten Grüßen und Wünschen von allen, die ich hier heute in der Redaktion getroffen habe und von unserem Gespräch erzählt habe. Wir wissen, in was für einer Situation du da gerade arbeitest. Pass bitte auf dich auf. Vielen Dank. Danke, die Sonne scheint immerhin. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Fast an diesem 13. März. Texte wie gehabt in den Shownotes mit Link. Und jetzt noch zu zwei Leserbriefen von Ihnen, die wir rausgepickt haben. Zum einen schreibt P.Pfeile: Sehr geehrtes FAZ-Team, vorab möchte ich betonen, ich bin weit davon entfernt, Pazifist zu sein, habe die Bundeswehr von innen kennengelernt. Beim Lesen Ihrer Artikel, Kommentare oder beim Hören der Podcasts habe ich manchmal den Eindruck, dass sich die Redakteure nicht darüber bewusst sind, über was sie oft mit viel Liebe zum Detail berichten oder was sie fordern. Es geht um Waffen und Krieg. Bei den Podcasts von Herrn Krobock, damit meint er mich, könne man zuweilen glauben, es ginge um Sandkastenspiele von Kindern. Ja, lieber Herr Pfeiler, es tut mir leid, wenn das so rüberkommt. So ist es ganz sicher nicht gemeint. Ich war selber im vergangenen Jahr eine Woche in der Ukraine mit dem Kollegen Felix Hoffmann. Unsere Kollegen sind andauernd in der Ukraine, auch in Kriegsgebieten. Wir sind uns schon sehr bewusst darüber, über was wir sprechen. Und dennoch gibt es natürlich mehrere Ebenen. Zum einen die grausame Gewalt und zum anderen die Diplomatie und die politischen Lösungen. Und da müssen wir dann auch drüber sprechen. So, Ulrich Hilmer schreibt uns: Hallo FAZ. Soweit ich informiert bin, besitzen die Länder Südkorea und auch Spanien Taurus-Systeme, die ohne deutsche Soldaten bedient werden. Könnte Deutschland Taurus-Systeme deshalb nicht an Spanien oder Südkorea liefern und dort dann mithilfe des Herstellers ukrainische Soldaten ausbilden? Damit wäre eine direkte Beteiligung Deutschlands ja vermieden. Was halten Sie davon? Bitte um Antwort. Mit besten Grüßen. Ja, lieber Herr Hilmer, morgen in der Sendung, und das ist doch eine hervorragende Brücke, von der Kollegin Katrin Jakob geht es genau um dieses Thema Taurus bei uns, um alle aktuellen Entwicklungen. Ich hoffe, wir werden da zumindest ein paar Antworten in Sachen Ringtausch etc. pp. Finden. So, das war's für heute. Machen Sie es gut. Ihnen allen schönen Abend. Ciao.